Ich hatte das einmal das Glück, bereits auf dem dritten Feld von den Göttern gestraft zu werden. Mein Meister hat es einmal geschafft, erst beim 12. Feld die Herren Raya gegen sich aufzubringen. Wie gesagt, ich bezweifle nur den, dass ihr die 12 damit einbezieht in solch einen niederen Trinkgewohnheiten. Das erscheint mir etwas, nun ja, unstatthaft, will ich es mal so ausdrücken. Naja, die Herrin Raya würde sich bestimmt freuen. Die trinkt ja gerne. Nun, ihr betet bei jedem der 12 Stufen zu den 12, dass sie mit euch seien und dass sie euch gnädig seien. Ich sehe das schon als den 12 wohlgefällig. Seht ihr, da ist ein bisschen ein großer Unterschied zwischen uns beiden. Ich brauche dieses Spiel nicht, um der Gegenwart der 12 Götter gegenwärtig zu sein. Mein lieber Priodur, die 12 sind Kinder der Erdmutter. Auch Kinder spielen gerne. Dementsprechend ist das Spielen doch das, was den 12 am Ich wohlsten bin gefällt. mir nicht sicher, ob ich eurer Ausführung folgen kann oder sie angenehm finde, aber die 12 Götter sind wahrlich keine Kinder. Ach, sind sie das nicht? Nein, Praius und seine 11 Geschwister sind keine Kinder. Das heißt, die 12 entstanden aus dem Nichts. Es ist eine Sache, ob jeder ist irgendjemands Kind, aber ob man ein Kind ist oder ein Gott, besteht ein himmelweiter Unterschied. Das würde mir zugestehen, oder? Auch Götter können Kinder sein. Das ist eure ketzerische Auslegung. Ketzerisch ist vielleicht ein Wort, welches ihr hier nicht allzu häufig oder besser gar nicht mehr in den Mund nehmen solltet. In so einer Gesellschaft. Nun, wir sind ja mittlerweile etwas entspannt, auch wenn wir im Zeitalter der Rache leben. Wir Oh. sind nicht darauf angewiesen. Er existiert. Das, was die Rechtsgelehrten uns lange gelehrt haben. So habt ihr also auch Priester, die Wunder vollbringen können? Selbstverständlich. Unsere Mafflis. Also so machen die auch, dass eure Felder besser, also dass da mehr wächst. Oder Wunden heilen. Selbstverständlich. Ihr werdet es sehen. Was wächst überhaupt bei euch in der Wüste? Kakteen. Aus ihnen kann man eine ganze Menge machen. Kann man essen? Man kann sie essen, man kann trinken, man kann aus ihnen Medizin machen. Ach, vielleicht finde ich ja einen Kakteenfarmer. Vielleicht kann ich mich mal unterhalten. Vielleicht hat er ja einen guten Ratschlag für mich. Man sollte die örtlichen Bauern nicht unterschätzen. Die haben oft einen guten Riecher. Da guckt ihr jetzt wieder alle so. Eure Faszination für Bauern und nun ja, Gemüse ist erstaunlich. Nein, Rogel, ich finde, du hast vollkommen recht. Man darf die örtlichen Bauern nicht unterschätzen. Ja. Also, ich freue mich schon. Da ist bestimmt jemand, der mir was über Kakteen beibringen kann. Vielleicht können wir auch ein essen. Davon gehe ich aus, Sorastula will. Ja, so könnt ihr die Tage verbringen, bis ihr dann in Richtung des Koram-Gebirges kommt. Hier findet ihr den Pass der Winde. Und ja, von dort aus wird die Temperatur stetig wärmer und wärmer, wenn ihr dann die Steine nach oben klettert, die Steppe verlasst. Auch wenn ihr vor kurzer Zeit erst den Raschdwulstwall und das höchste Gebirge der Welt erklettert habt, so ist dies hier doch für euch relativ einfach. Nur der Wind, der euch Hitze entgegenträgt. Und von den 35 Grad wird es wärmer und wärmer, 40, 45 Grad, die euch dann als Wind entgegenblasen. Und der Staub, der sich dann nach und nach um eure Augen legt, die Nase, den Mund, sodass dann auch die ersten Mafflis, die Novadis, ihre Turbane etwas anders wickeln und nun vor dem Gesicht tragen. Ich würde ihn wahrscheinlich gleich tun, weil es scheint mir ja hilfreich,
Wir kennen sie am besten die Außenagenten, die wissen, was sie tun. Ich würde mir halt von dem Gafter zeigen, wie man diesen Turban bindet, sodass er vor meiner Nase und vor meinem Mund ist wahrscheinlich. Genau das. Ja, ist auch relativ einfach, wenn du weißt, wie man den Turban wickelt, dass man sich dann eins der Enden nach unten hält und dann ja auf der Rückseite wieder rein bindet in den Turban hinein, sodass das eben auch mit Omas oder mit Gafdas Hilfe dann kein Problem ist. Auf dem Koram-Gebirge selbst werdet ihr tatsächlich dreimal, überfallen ist das nicht das richtige Wort, aber ihr werdet sehen, wie es einen kleinen Hinterhalt gibt von Ferkine und Novadi-Kriegern, die dann plötzlich um euch herumstehen. Es gibt dann einige Unterhaltungen. Man tauscht dann auch Handschläge aus und die Räuber, wenn sie denn so genannt werden wollen, diese Wüstenräuber, Ferkinas und Novadis, verschwinden wieder, ohne dass sie euch etwas abgeluchst haben. Rechts und links könnt ihr noch einige Böcke erkennen, die dann in den steinernen Gebirgshängen dann leben, so ein bisschen Gras abzupfen. Und es ist alles sehr urig. Ihr überbiegt dann einen letzten Hang und könnt dann sehen, wie ihr den Pass weiter nach unten schreitet. Allerdings könnt ihr dann vor euch Wüste erkennen. Es ist hellweiß und gelb. Dünenhänge, die fast aussehen wie Wellenberge. Ihr könnt den Wind sehen, wie er dann schneidet durch das Gebirge. Und das, was sich in den letzten 5 Tagen oder in den 6 Tagen aufgebaut hat, so eine Art der Einkehr, wird durch zunächst einmal Euphorie und Freude in euch, vor allem in eurer Magengegend, eingestimmt. Gerade für Priodur. Vielleicht auch für Gillion, der ja mit dem Humus verbunden ist, auch wenn hier auch gerade in dieser Umgebung noch sehr viel Erz am Werk ist, aber auch dieser Sand ist unglaublich belebend. Zumindest wenn man noch nicht darauf steht, aber wenn man ihn aus der Entfernung schon einmal sieht, wenn man dann in diesem Gebirgspass nach unten steigt. Das ist sehr viel Sand. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Sand gibt auf der Erde. Wir werden diesen Sand nie wieder aus unseren Schuhen herausbekommen. Ja, ich fürchte, in Zillem müssen wir uns einen ausgehenden Bad unterziehen. Richtig. Was ich euch nicht sagen wollte, Sandalen. Aber dafür ist es wohl ein wenig spät. Ich habe Stiefel. Die scheinen mir auch hier im Sand recht hilfreich zu sein. Ja, bis sich der Sand in die Schuhe eindringt. Nun, das sind ja vielleicht vorher Samus und Fasar. Jetzt ist es spät. Das ist tatsächlich mein Fehler, nicht wahr? Das tut mir wahnsinnig leid, aber ich glaube, ihr werdet diese Herausforderung schon meistern. Und vielleicht können wir in einer Oase Sandalen erstehen. Ja, die Möglichkeit besteht auch. Nun, die nächste Oase vor uns ist bei den Ausläufern des Koram-Gebirges. El Karam, ungefähr 300 Einwohner. Dort werdet ihr sicherlich noch einmal die Möglichkeit bekommen, Sandalen zu erwerben. Nun dann? Ja, so könnt ihr das Koram-Gebirge auf der anderen Seite wieder verlassen und trefft dann auf die beschriebene Oase El Karam. Weißgetünchte Häuser inmitten dieser blühenden Landschaft. Zumindest das letzte Mal, dass es hier blühende Landschaft gibt. Stein- und Geröllwüste, die vor euch dann liegen, die Ausläufer vom Koram-Gebirge, bis dann endlich Sand, heller weißer Sand vor euch liegt. Ihr könnt erkennen, wie es hier eine ganze Menge an Schafen und Ziegen gibt und auch einige kleine Schreine mit Widdersymbolen darauf, die vor allem Priodur als gebildeter Mann viel mehr als Leftan-Utensilien erkennen kann. Nicht so sehr als Rashtul sowieso nicht, aber das ist alles irgendwie Leftan-Entität. Die Ferkinas hier im Gebirge bieten seltsame Götter an. Seht ihr hier. Leftan, überall. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich schon mal gehört, aber das sagt mir immer nichts.
Nun, Leftan ist der Sohn der Raja. Und nun ja, er ist nicht wohl gelitten im zwölfgöttlichen Pantheon, da er gefährlich nahe den Niederhallen steht, so sagt man. Also, hä? Er hat eine sehr eigene Beziehung zu der Göttin, die die Hexen anbeten. Es gab wohl Zwischenfälle in der Vergangenheit. Nun, Zwischenfälle würde ich es nicht nennen. Wie gesagt, im Mittelreich ist der Kult ja nicht sehr beliebt, könnte man sagen. Und er freut sich doch Zuspruch meistens von nun ja, barbarischen Bergvölkern wie hier. Es soll wohl auch ein Fasar, einen Schrein dieser Gottheit geben, aber da solltet ihr nicht hingehen. Effendi, Effendi, ich habe gerade mit einem Händler gesprochen und er bietet euch einige, nun, Sandalen an. Das Ziegen, klingt doch gut. Ziegenleder. Ich weiß nicht, ist es widerstandsfähig? Es ist das Einzige, was wir hier haben, aber es funktioniert. Nun, dann stehen wir doch ein paar Sandalen, nennt die sie. Was ist das überhaupt? Seht an meinen Füßen oder an den von Omar. Eure. Sie sind offen. Wenn ihr Sand reinbekommt, dann könnt ihr sie einfach wieder wegschütteln. Wahrscheinlich sehr praktisch in der Wüste. Nun, Sand findet jede Ritze. Nicht nur die in der Kleidung. Ich verstehe. Nun, dann wollen wir ein paar Sandalen erstehen. Was kann es schon kosten? Ja, kannst dann mit 3 Silbern für Sandalen rechnen. Das ist auch wieder relativ teuer, aber du hast das Geld. Mir ist egal. Dir ist es egal. Und so seid ihr ausgerüstet für die Kom. Kann man in der Oase, gibt es dort eine Herberge, Taverne, Karawanserei, wie auch immer? Ja, gibt es. Also wieder eine Karawanserei und du kannst dich dann beim Stamm der Beni Karam, kannst du dich einquartieren. Die haben wohl auch alle relativ gute Laune, möchtest du meinen. Unglaublich viele Kinder, die du hier siehst. Also nicht nur viele Schafe und Ziegen, sondern unglaublich viele Kinder. Und alle sind sie sehr ausgelassen. Ja, in meinem Unwissen, das sind für mich alle Novadis. Also, oder habe ich schon die Unterschiede rausbekommen, ob es Unterschiede in Novadi-Gruppierung gibt? Ja, das haben sie auch gesagt, aber die Beni Karam sind tatsächlich auch Rastula-Gläubiger. Also das sind Novadis. Das sind Novadis, aber ja, Leftan-Symboliken gibt es trotzdem überall. Nun, es scheint ein sehr fortpflanzungsfähiges, freudiges Völkchen zu sein. Aber es ist gut so. Kinder sind die Zukunft. Kinder sind die Zukunft. Nun dann, kann man sich ja letztes Mal waschen, bevor wir die Kom endgültig betreten? Ihr könnt. Ein letztes Mal. Nun, dann wollen wir das doch ausgiebig zelebrieren. Ja, dann könnt ihr euch einen großen Waschzuber besorgen lassen. Auch in der Karawanserei wird dann mit Wasser gefüllt, kleines Feuerchen unter euch angeschürt. Und dann könnt ihr euch tatsächlich ein letztes Mal waschen, rasieren, wenn ihr denn möchtet oder müsst. Und ja, eure Kleidung auch waschen. Effendis, wir werden morgen, wie gesagt, 2 Stunden vor Sonnenuntergang aufstehen. Relativ früh, wir werden euch aber auch wecken. Es gibt zwar noch kein Lager, was wir abbauen müssen, aber das Gebet an Rastula wird umso länger. Ihr könnt selbstverständlich an eure eigenen Götter beten. Unterwegs wird keine Zeit dafür sein. Ja, wir werden sehen. Preis kennt mein Herz. Und Rastula das unsere, allerdings sind wir dankbar. Glaubt ihr, dass ich undankbar bin? Zumindest wart ihr vor allem den Mavlis gegenüber unhöflich. Nun ja, es gab einige
Nun ja, Konflikte bezüglich Kulturverständnis. Nun, er fragte lediglich, ob er die Ohren berühren darf, mehr nicht. Und er wollte dies nicht. Und das finde ich unhöflich. Er drohte damit, die Hände abzuhacken. Ist, wie gesagt, ich habe es aufgeklärt, war ein rhetorisches Missverständnis. Ich bin sicher, er wollte ihm nicht die Hände abhacken. Es wäre da ein wenig übertrieben. Und danach wolltet ihr ihm an die Hoden fassen, habe ich gehört. Nein. Ich zog einen Vergleich. Was ist denn das für ein Vergleich? Nun, es wäre. In meiner Kultur ist es unhöflich, jemand ungefragt an die Ohren zu fassen. Oder und sonst wohin. Deswegen fasst ihr ihm an die Hoden. Es ist allgemein unhöflich, jemanden zu begrapschen, der es nicht mag. Deswegen fragte er vorher. Man sollte so etwas nicht fragen. Könnten wir diese Diskussion jetzt sein lassen? Ich war durchaus ausgiebig. Ich glaube, dieses ganze Problem kam sowieso nur daher, dass die mittelreichische Sprache nicht so ausgeprägt und klangvoll wie Tulamidia ist. War bestimmt nur ein Fehler in der Übersetzung. Das mag sein. Mein Gerät ist nicht so gut. Ich spreche eure Sprache nicht mehr. Ja, genau deswegen. Das ist nicht seine Muttersprache. Nun, da wir dieses Missverständnis hoffentlich jetzt geregelt haben, könnten wir die Reise vielleicht in mehr Eintracht und ja, Gemeinschaft verbringen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Pilger sind in Keft immer willkommen und niemand kann Rastula widerstehen. Eine kurze Frage meinerseits. Er foliert einige Wörter auf Tulamidia, die wie heißen, dann verliert er seine Hände. Der Satz heißt aber schon, dann schlage ich euch auf die Finger, oder? Das ist ein Unterschied, ob ihr ihm auf die Finger schlagen wollt oder ihm die Hände abschlagen wollt. Ich würde ihm mal die tulamidischen unterschiedlichen Sätze aufsagen. Das bedeutet dies und das bedeutet das. Dann hat der Söldner, bei dem ich diesen Satz gelernt habe, es nur sehr unsauber übersetzt. Das verzeiht bitte. Ich werde das dem Mafli ausrichten und eure Entschuldigung überbringen. Ich sollte wirklich diese Sprache lernen, statt einfach nur auf Floskeln zurückzugreifen. Also gut, dann. Wir werden uns jeden Abend dran machen. Ich hatte das befürchtet. Erholt euch gut. Morgen ist wieder Zeit für die Glyphen von Unau. Sehr interessant. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, so könnt ihr die letzten paar Stunden im Zuber verbringen und euch über die letzten paar mittelreichischen Traditionen unterhalten, bevor ihr dann in die Koma eintaucht. Hier erschien er uns, erwählte einen kleinen Stamm, der nie vergessen hat, was es heißt, ein Kind der Wüste zu sein. Nie waren wir eine Stadt oder wollten es sein. Unsere Feinde griffen nach heiligem Wüstenboden, den er beschritten hat, mehrfach. Doch wir erhielten und halten Stand, zu bewahren, was Rastula erwählte, und es für seine Anhänger zu verteidigen, ist unsere Pflicht. So, geht ihr die letzten paar Meter vom Koramgebirge runter und setzt dann eure Füße das allererste Mal in den Sand. Geröll, das um euch herum liegt, aber es ist heiß, auch unter euren Füßen. Ihr könnt spüren, wie es herausdampft. Ihr fühlt euch ein weiteres Mal daran erinnert, dass es fast wie ein erstarrtes Meer wirkt, geronnen, fast windstill. Nur wenn ihr dann noch einmal zurückblickt, könnt ihr sehen, wie dort das ein oder andere an Sand die Gebirge nach oben getragen wird. Vor euch die ewige Wüste, der ewige Sand. Und so geht ihr los. Der Himmel über euch ist aufgerissen, keine einzige Wolke, die ihr hier auf dieser Seite des Gebirges erkennen könnt. Die liegen alle auf der anderen Seite. Die Sonne brennt heiß herunter. Ihr geht auf die 45 bis 50 Grad zu.
Und mit jedem Schritt könnt ihr weniger und weniger Wind spüren. Eben noch weht ihr euch den Sand in jede Ritze, nun jedoch ist es einfach windstill. Es drückt von oben herab und ihr spürt, wie euch die Flüssigkeit aus dem Körper herausgesaugt wird, fast wie ein Vampir, der an euch trinkt. Feuerwinde. Nun, es gibt keinen Wind, aber sollte er hier wehen, würdet ihr spüren, wie euch das die Haut vom Gesicht herunterfrisst. So die öde Landschaft. Alles sieht gleich aus. Wirklich orientieren könnt ihr euch nicht. Das Geröll hat keine weiteren Kultureinflüsse. Es gibt hier keine Straßen, keine richtigen Wege. Zwar haben die Novadis immer davon erzählt, dass sie die Pilgerpfade nehmen und dass diese Wege, die sie wohl in Richtung der nächsten Oase wählen, nach Al-Rifat, immer die gleichen sind und dass sie sich hier wohl auskennen, aber wo ihr wirklich seid? Ihr spürt zwar noch das Gebirge hinter euch, aber was vor euch ist, sieht alles gleich aus. Und so wandert ihr und wandert und wandert. Was wollt ihr tun? Sind wir schon im Gebirge? Ich stelle mich erstmal auf die Wüste. Ja, hier gibt es zumindest keine kulturschaffenden Leute mehr. Das ist wirklich echte Wildnis. Willkommen in der Pampa, so schon seid. Hier liegt sie. Herausforderung. Aber keine Sorge, ihr seid hier gewachsen. Da bin ich sicher. Oh, mein lieber Freund, es geht mir weniger darum, der Wüste zu überleben, als die Wüste zu verstehen. Auch dafür ist der Zauber wunderbar geeignet. Das ist eine gefährliche Aufgabe, die Wüste zu verstehen. Da wirst du wohl lange Zeit in ihr verbringen müssen. Denn viele haben es schon versucht zu erkunden und viele glauben es auch gefunden zu haben. Aber die Antwort ist wohl doch nicht so einfach, dass ein Geist allein sie begreifen könnt. Aber ich wünsche dir viel Glück. Wirst du für stehen bleiben eigentlich oder für diesen Zauber? Ich mach das morgens. Also dafür ist auf alle Fälle Zeit. 2 Stunden habt ihr ja, während die anderen beten, kannst du dich dann auf die Natur einstimmen. Das sollte kein Problem sein. Wären 13 Minuten. Pryo, du möchtest du deine ungeschützte Haut schon einmal eincremen? Natürlich. Muss ich ja. Dafür habe ich die Creme besorgt. Dafür hast du sie besorgt. Es cremt sich die Haut mit der Lotion ein. Und konzentriere mich, einen Schritt vor ihr anzusetzen und unsere Führer nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Ne? Die ziehen alle in einer langen Linie, die läuft auf den Dünen entlang, also nicht irgendwie in einem Tal oder irgendwie daneben, sondern immer oben auf den Dünen lauft ihr. Die sind gewellt, also nicht nur wie ein Wellenkamm, sondern auch die Hügelketten selber, die sind auch gewellt, sodass ihr dann so nicht eine gerade Linie lauft, sondern immer dann dem Wüstenpfad folgend. Und das macht in deinen Augen auch gar nicht so viel Sinn. Die haben ja schon gesagt, dass der Wind diese Wüstenhänge immer abträgt und weiter bewegt. Das kannst du auch sehen, aber dann ist ja der Weg immer ein anderer. Bist du zumindest der Meinung? Ich würde probieren, genau die Fußstapfen da anzusetzen, wo die anderen die Fußstapfen hingetan haben, weil ich weiß nicht, ob es unter dem Sand noch Sachen verborgen sind, wo man nicht reintreten sollte oder die man auslösen sollte. Deswegen würde ich probieren, den Kamelen bzw. unseren Führern diese Fußstapfen möglichst genau zu folgen. Nach einer Stunde könnt ihr die ersten schmerzhaften Hautrötungen an euch erkennen. Zumindest Bauer Rogel und auch Gillion.